Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Marathon Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde im Milchensee Hamburg. Haben wir ja ewig nicht. Und wir wollen heute mal LKW sein. So, dazu fahren wir auch erstmal los. Würde ich sagen. Genau. So, boah. Leute, wir hatten heute einen sehr anstrengenden Tag, deswegen. Ja. Sehr schwierig, gerade ein Video zu drehen, aber hält mich trotzdem davon nicht ab. So, wir gehen hier rein. Starten die Schicht. 35 XP passt. Boah, ich habe ja bald den. Stimmt ja. Hier diesen blöden riesigen LKW-Dings hier. Hm, so. Können wir hier mal nach rechts. So. Es ist rot, jetzt wird's grün. Perfekt. So, hier darf man 100 fahren, okay. Guck mal, der fährt sogar gar nicht mehr schneller hier als 100 runter. Ich glaube, die haben die Dings hier neu gemacht. Kann das sein oder die Leistung wird einfach nicht erhöht? Schön, man darf hier 100 fahren, aber macht trotzdem einen Crash. Aha, klar. Egal. Boah, ich hab ein Dings. Warum ist der jetzt ausgestiegen? Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel, also, schrecke ich auch nicht. Der sein war gerade ausgestiegen. Hab nicht mal E oder irgend so was gedrückt. Mit 40 fahren wir jetzt hier die Kackstrecke hoch. Perfekt. Ey, hier ist auch schon wieder was los in Hamburg, ne? So. Dann warten wir mal hier. Wir sehen jetzt grün werden. Wert grün. Danke. So. Ah, ich liefere das Juwelier. Ich glaube, die haben so ein bisschen die Geschwindigkeit vom LKW angepasst. Ist aber geil. Das war vorher einfach nur Kacke. So. So, drehen wir hier einmal beim Parkplatz. Okay, dann fahren wir nämlich jetzt zum nächsten Ziel. Wir müssen hier nämlich irgendwie geradeaus. Ja, jetzt wurde ich geblitzt. Schön. So. Da, wo ich herkomme, muss ich jetzt wieder rein. Okay, okay, okay. So. Der fährt echt nur noch 97. Also sonst beschleunigen die Autos hier bis nach, keine Ahnung was. Scheinbar ist ein Junge, der fährt auf der linken Spur. Hey Junge, was soll man denn machen? Bewegt sich dieses Kack-Auto hier auch nicht mehr? So. Jetzt konnte ich wieder fahren. Perfekt. Falls ich gerade ein bisschen anders ginge, tut es mir sehr leid. Ich versuche dennoch hier mehr zu machen, auch wenn ich gerade sehr Schwindeldings habe und ja.
So. Perfekt. Hier rechts rein. Okay, so. Einmal drehen. Zack, zack, zack. Oh, perfekt. Haben die das hier ein bisschen angepasst? Das ist ja schade, dass man nicht mehr so viel XP bekommt. Bisschen Mist. Also in der nächsten Folge habe ich auf jeden Fall auch den neuen LKW, Leute, würde ich sagen. Weil ich dann offscreen weitermache. Damit ich mal endlich diese blöden 6500 XP habe. Nö, ich fahre jetzt durch, interessiert mich nicht. Ja, genau, dann wird's auch rot, ne? Das ist so behindert. Aber egal. So. Echt? Ey Leute, sorry dafür, dass mein Handy die ganze Zeit klingelt. Kann gerade aktuell selber nichts dafür. Sei denn, ich mach's auf stumm, aber ich will das Video jetzt hier nicht abbrechen. So, wir müssen gleich mal zur Tankstelle, weil mein Wagen nur noch 20 Liter. Wobei, reicht noch, aber wäre trotzdem mal optimal. Wir sind auch wie so ein Lamborghini Urus. Aber ist natürlich keiner. Eigentlich sagen wir hier nur 50 fahren. Ich mach's ein bisschen schneller. Man muss ja auch schnell am Ziel ankommen, ne? Deswegen bin ich im Euro Truck Simulator 2 ja auch der weltbeste LKW-Fahrer. So ist es. So, 48. Hafenterminal 3, ja. Hallo, gib Gas, danke. So, dann fahren wir nämlich weiter. So. Oh, hier muss ich abbremsen. So. Es ist rot. Kommt da jetzt was? Keine Ahnung. Oh! Hilfe. Ja, ich muss aussteigen. Leute, ihr seht hier gerade. Oh, perfekt. Der Zug fährt einfach durch meinem LKW. Passt doch auch. Also, ja, ist in dem Sinne gar kein Problem. Zug kann auch gerne durch den LKW fahren. Macht im Prinzip gar nichts. Was ist denn hier schon wieder los? Ich fahre da jetzt durch. Ich glaube, ich komme da nicht durch, aber ich fahre da trotzdem durch. Weil die fahren hier aber auch so besoffen, ne? So, geschafft. Kopfschmerzen habe ich auch noch jetzt. Perfekt. Also wir haben heute in der Schule so viel Kacke gemacht. Ey, das ist schon wieder derselbe Kollege, den ich vorhin schon, also der mich vorhin schon behindert hat zu fahren. Ja, man kann doch nicht einfach auf die Spur fahren, wenn da ein LKW ist. Und gerade ein Einsatzfahrzeug, könnte sein, dass ich gleich Platz machen muss. Junge, ich will nichts sagen, aber so funktioniert das nicht mit den Ganzen.
Egal. Er hat sich auf jeden Fall den Quad Game Pass gekauft. Würde ich mir nie holen, weil das ein bisschen sinnlos ist. Also ich habe mir natürlich die Kriminalpolizei geholt, weil das finde ich geil. SEK nicht, weil zu teuer. Also das ist wirklich zu teuer. Also 800 Robux, glaube ich. Ey, ich habe zwar 17.000, aber jo. Bin trotzdem zu geizig, das zu geben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen würde ich das nicht machen. Beziehungsweise mir nicht holen. Wenn dann irgendwas anderes. Hier schießt irgendjemand. So. Fahren wir hier mal durch. So. Oh, 50. Ich muss auch zur Tankstelle. Das passt doch perfekt. Können wir auch hier das nehmen. Muss auch gar nicht so weit fahren. Das ist auch noch geil. So. Zack. Perfekt. Los geht die Reise zur Tankstelle. Ich glaube, ich fahre jetzt wieder den Weg hier. So. Boah, nur noch 8 Liter. Das ist wieder richtig knapp. Es wird knapp, die knapp, knapp. Es wird knapp. Es wird knapp. Es wird wirklich sehr knapp. Aua, 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 aua. Nichts passiert. Ich kann weiterfahren. 7,8 Liter nur. Dann geht mein LKW kaputt. Ich weiß jetzt schon, dass ich nach links abbiegen muss, weil da die Tankstelle ist. Jetzt haben die auch die Kehle nicht mitgenommen. Ey. Es geht doch so nett hier. Jetzt wird's grün, wenn ich hier anhalte. Okay. Ja, hab ich doch gesagt. Bin gerade auf 0 km/h und dann geht die Kackampel auf grün. Egal. Egal. Ich denke immer, hier steht mein Auto, weil das Autosymbol da ist. Aber nee, das ist ja einfach nur für die Parkgarage. Upsi. Da hätte ich jetzt beispielsweise aufpassen müssen und hab's nicht gemacht. Ja. Egal. Ich kann ja hier hin, weil dann kann ich tanken, weil sie nämlich unbedingt muss für 558 Euro. Tankt natürlich auch jemand immer, so. Kann ich jetzt hier einfach links fahren und zack. Bam. So. Okay, Leute, ich würde sagen, aber das war's mit dem Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, das würde mich sehr freuen. Da mache ich ganz viele Projekte, nämlich, ja, ich habe auch jetzt 280 Abonnenten, glaube ich, 280 Member knackt. Würde mich freuen, wenn ihr die 300 voll macht. Hier auf YouTube habt ihr es ja natürlich schon geschafft. Von daher, haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.